Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Video hier bei uns auf dem YouTube-Kanal und mit zwei wunderbaren Gästen, zu euch kommen wir gleich, und einer neuen Videoreihe. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass wir so eine kleine, ich sag mal, eine Einsteigerserie mit Marcel gestartet haben, wie er so in das 40k-Universum eintaucht, und das ist leider ein bisschen eingeschlafen aufgrund von Zeitmangel von Marcel, und jetzt haben wir da auch so ein bisschen andere Projekte in Richtung Age of Sigmar, was die Goblins anging, und entsprechend mussten wir das ein bisschen nach hinten verschieben. Und dann hatten wir uns ein bisschen Gedanken gemacht, was können wir vielleicht machen, um die Einsteiger gerade im 40k-Universum da so ein bisschen nochmal abzuholen, mitzunehmen in dieses wunderbare Hobby. Und da ist uns Folgendes eingefallen, dass wir zwei, ich sag mal, neue Spieler oder wieder angefangene Spieler, was 40k angeht, mal so ein bisschen mitnehmen, dass sie ihre Armee fix spielen und gegen jede Armee, die ich jetzt so aufs Feld schmeißen kann, vielleicht auch Kai noch dazu, wie auch immer, wer sich dann noch anbietet, dass die Jungs einfach mal so ein bisschen diese Armeevielfalt im Warhammer 40k kennenlernen. Dazu haben wir natürlich die beiden Jungs hier da, und ihr könnt euch einfach mal ganz kurz selbst vorstellen. Schneidest du schön raus. Ja, klar. Fang du an. Ja, fang du an. Okay, also ich bin Jens. Ich habe vor ungefähr anderthalb Jahren hier mit den Jungs auch bei AOS angefangen. Wir haben uns dann ja kennengelernt über dieses Projekt, was damals noch mit den Würfelsportfreunden und Faszination Wargaming. Genau, danke. Stattgefunden hat. Und ja, bin jetzt ab und zu auch hier in dem Laden gewesen und habe mir halt überlegt, mit 40k, mit den Tyranniden auch eine neue Armee anzufangen. Als praktisch dritte Armee dann, wenn ich die zwei AOS form. Das zählt ja nicht. Ja, das zählt ja nicht. Das ist ja AOS kein richtiges Spiel für dich. Ne? Doch, super. Genau, und jetzt starten wir dann heute mit 1000 Punkten. Tyranniden. Das kommt ja dann später in dem anderen Video, aber auf jeden Fall, das ist so seine fixe Armee, die Tyranniden. Und ja, und ich bin der Flo. Ich habe tatsächlich schon mal vor 20 Jahren Warhammer gespielt, Warhammer Fantasy. So alt ist er schon. So alt bin ich schon. Warhammer Fantasy, Mordheim, Inquisitor, Warhammer 40k dann später auch und was es da alles so gab. Habe aber eigentlich alles so für 15 Jahren verkauft, weil mir die ganze Community nicht mehr so gefallen hat. Dann vor ein paar Wochen oder Monaten ist es jetzt schon her, haben mich Kumpels darauf angesprochen, wir haben jetzt wieder angefangen und es gibt einen neuen Laden, der eröffnet jetzt und so. Ja, und dann war das auf einmal, kam ein zum anderen, das war der Laden vom Robert, den ich auch schon seit Jahren kenne. Und dann habe ich es mir einfach mal wieder angeguckt und bin dann irgendwie so im Hobby gelandet, weil hier halt eine ganz geile Community entstanden ist. Alle super Jungs und super Laden, und habe jetzt einfach mal mit was für mich eigentlich komplett untypischen angefangen, Space Marines vom Orden der Imperial Fists. Und ja, bin jetzt mal gespannt, wie sich so die neuen Regeln und das neue Regelwerk verhalten. Ja, also ihr habt jetzt gehört, die beiden Jungs spielen einmal Tyranniden und Imperial Fist als fixe Armee. Und wir werden das so gestalten, dass wir die Spiele natürlich erstmal klein halten. Das heißt, wir werden so mit rund 1000 Punkten in den ersten Spielen anfangen und dann so weiter steigern. Ich werde dann natürlich auch immer so ein bisschen, was so diese Listenhärte angeht, so ein bisschen weiter hoch eskalieren, um das so ein bisschen anzupassen und natürlich auch so an die Malfortschritte, Bastelfortschritte der beiden anpassen, dass wir dann 1000, 1250, 1500, 1750 und dann könnten wir ja so als krönenden Abschluss mal sagen, dass ihr beide, auch wenn es jetzt Armeen sind, die sich nicht gut verstehen, gegen mich mal in einem ganz großen Spiel spielt, so 5000 Punkte, 6000, wie wir Bock haben. Mhm. Auf jeden Fall werden wir da viele Videoreihen drehen, also ich werde natürlich erstmal meine fixen Armeen spielen, aber dann durchaus auch mal eine andere Liste, weil es natürlich auch Armeen bei mir gibt, wo ich größere Punktzahlen spielen kann, das heißt, da kann ich auch so ein bisschen variieren. Und Ziel des Ganzen soll es natürlich sein, dass ihr natürlich zum einen die Armeen kennenlernt und ihr da draußen das mit uns machen könnt. Das heißt, ihr könnt euch auch einfach so ein bisschen über den so einen Überblick über die Armeen verschaffen. Und dann hoffen wir einfach, dass wir ja eine schöne Zeit zusammen haben. Und ich von aus. Bierchen trinken wir sowieso immer. Und, ja. Das soll soweit gewesen sein. Habt ihr noch irgendwas? Nö. Ja. Dann wünschen wir euch in den kommenden Wochen und Monaten wahrscheinlich, es wird eine Weile dauern, bis wir das abgedreht haben, alles ist ja auch schön,
Viel Spaß mit der neuen Videoreihe hier bei uns auf dem YouTube-Kanal und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns bitte, wir würden uns freuen und dann sehen wir uns bei einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao. Ciao.